Dann fangen Cool. wir an. So. Gut. Herzlich willkommen zu heutigen Interview, arrangiert von Deutscher Chinesischer Buchclub. Heute haben wir wieder Dr. Noel als unser Gast und erzählen, wie er sich unter der jetzigen Covid-19-Situation fühlt und wie er sich auch sein Leben auswirkt. Hallo Dr. Noel, vielen Dank, dass Sie heute leben. In der letzten Zeit war Corona ohne Zweifel das Thema, womit sich die ganze Welt beschäftigt. Jeder Einzelne ist dadurch betroffen. Deswegen Videochat umgestiegen. Dr. Noel, wie sind Sie mit der schnell gewachsenen Corona-Pandemie umgegangen? Wie haben Sie und Ihre Familie darauf reagiert? Ja, danke schön, Frau Chü. Der Abstand ist ja gewahrt, nicht nur 1,5 Meter, sondern 8 Meter. Ja, wir hatten anfangs diese Epidemie gar nicht besonders ernst genommen. Wir dachten, das ist etwas, was fern China abspielt. Ich war noch Anfang Februar in Paris, der Stadt der Liebe, und habe dort meinen Aufenthalt genossen und habe die Museen besucht und war dann sehr erschrocken und überrascht, dass später Paris geschlossen wurde. Die Museen konnten nicht mehr betreten werden, die Besucher durften nicht mehr nach Paris rein. In Nordrhein-Westfalen, ich wohne in Düsseldorf, hat das ein wenig länger gedauert, aber dann war Heinsberg in Nordrhein-Westfalen und dann Köln wurden plötzlich Brennpunkte. Und ich habe auch in Köln noch bis weit Mitte hinein immer wieder Besuche von ja, abgestattet. Also, aber plötzlich war das Realität geworden. Mein Buch, eine Japanerin, Dolmetscherin, Übersetzerin, verlor alle Aufträge, die sie hatte bei Messen oder bei Firmen. Und es ist ernst, eine ernste Situation. Und dann begannen wir natürlich, uns ein wenig umzustellen, uns eben auch auf Corona einzustellen. Ja, ich glaube, das war wahrscheinlich tatsächlich für vier Leute der Fall, dass alle das nicht so erwarten, dass sie so schnell sich Ja. verbreitet haben. Und hatte ihr Corona dann einen großen Einfluss auf ihr? Naja, ich bin Schriftsteller, auf meine literarische Arbeit weniger, auf die Branche dann schon eher. Hatte so, oder hatte und habe sogar mehr Zeit, mich auf meine literarischen Arbeiten zu konzentrieren. Ich sitze ja am Schreibtisch, arbeite am Computer und lese in den Büchern. Dabei ist mir natürlich dann auch gleich Thomas Mann eingefallen, der Tod in dich. Ein sehr schönes Werk, das ich hier öfters gelesen und auch als Film gesehen habe. Und dann natürlich Garcia Marquez, Liebe in den Zeiten der Cholera. Und das sind natürlich anspruchsvolle literarische Titel, die zusätzlich sensibilisierten, auch auf Corona eventuell zu reagieren. Aber ich folge ungern der Ereignisse. Also es könnte natürlich sein, dass ich dann mit der Zeit doch mal auf das Corona-Thema literarisch eingehen könnte sein. Muss nicht. Ja, und Sie haben auch kurz erwähnt, dass Sie eventuell doch auch einen Einfluss auf die Branche haben, richtig? Die Branche, das bedeutet natürlich Kollegen. Und ich habe auch Lesungen verloren, die schon geplant waren. Das führte zu Einbußen. Aber es gab eben auch Unterstützung durch das Land. Es gibt eine Künstlerhilfe und es kompensiert ein wenig die Ausfälle. Was anderes, auch mein nächstes China-Buch, das für den Frühsommer oder den Herbst dieses Jahres vorgesehen war. Das ist verschoben auf das Frühjahr 2021. China ist im Moment als Thema so gefragt.
Das ist ein freundliches Bild von China, wie ich es immer entwickle, fällt im Moment nicht auf so einen fruchtbaren, weil der Blick so Corona verengt ist. Aber ich glaube trotzdem, man muss immer um Verständnis und die Verantwortung ist in jedem Fall eine globale Verantwortung. Ich finde, Sie haben auch recht. Die Idee ist auf jeden Fall inspiriert. Wir müssen echt durch diese Krise mehr Gedanken darüber machen und was wir noch machen können oder was wir machen können, um das alle zu verhindern und sowas. Ja. Und haben Sie da noch andere Punkte, die uns mit uns teilen, die eventuell mit Corona zu tun? Ich habe eine Überraschung erlebt. Ich bin vor kurzem auch noch gefragt worden vom Herder Verlag, ob ich denn nicht an einer Webcam-Konferenz teilnehmen möchte zum Corona-Thema. Ich weiß nicht, warum sie auf mich kommen. Es sind natürlich auch möglicherweise Literaten gefragt, sich dort zu äußern. Es ist ein Plenum, das ist außerdem sehr hochkarätig besetzt, ne, mit dem Präsidenten, eben dem letzten Präsidenten, CDU-Präsidenten, der DDR, Lothar de Maizière, der auch Bundesminister und Kanzleramtschef gewesen ist, dem Schriftsteller Anselm Grün, der Aufsichtsratsvorsitzenden der Funke Mediengruppe, Frau Julia Becker. Ich denke, wäre dort besser aufgehoben, der Arzt und Oberarzt Intensivmediziner ist in der Bergmann-Klinik in Potsdam. Aber ich kann natürlich gerne etwas zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf Literatur auch beisteuern. Tue ich ja jetzt im Moment auch, wo das meine erste Webcam-Session ist. Sonst waren immer Leute im Haus, aber so über den PC mache ich das ja jetzt zum ersten Mal. Und nicht nur Ihr Sohn ist alt, tatsächlich auch eine Rolle spielt. Ja, Liebe in den Zeiten von Corona. Auch ein Thema, Liebe mit Mundschutz. Man kann auch in vielen Dingen etwas Gutes noch abgewinnen. Man braucht auch Humor, selbst bei traurigen Situationen, um weiterzukommen, überleben etc. Wenn Sie unsere Videos mögen, vergessen Sie nicht, 点赞、收藏和转发哟。